Als Türk Gücü Friedberg 1988 auf Lokalebene gegründet wurde, hätte sich wohl niemand ausmalen können, was hier mal passieren wird. Die Friedberg hat jetzt Möglichkeit nach Möglichkeit. Der ist auch gut gespielt, Direktversuch! Und was für ein Tor! Für Türk Gücü Friedberg, Florian Dissisi, der Kapitän, macht's! Die Flanke ist sehr gut! Und am Ende ist es das Tor für Türk Gücü Friedberg! Bell Bell macht das traumhaft! Jetzt ist es geschafft! Türk Gücü Friedberg steigt in die Lotto Hessenliga auf! Und auch ein verdienter Sieg am Ende. Wir schreiben das Jahr 2019. Türk Gücü Friedberg spielt zum allerersten Mal in seiner Vereinsgeschichte in Hessens höchster Spielklasse, der Lotto Hessenliga. Kein Zuckerschlecken als Aufsteiger, das war auch dem Trainer Mustafa Fiehl schon im Vorhinein klar. Wir waren jetzt nach dem Aufstiegsjahr, beziehungsweise nachdem, wo wir aufgestiegen sind, schlecht gestartet in die Saison. Geschuldet natürlich Relegation, zu viel Kranke, zu viele Urlauber, kurze Vorbereitung. Man kann alles irgendwie als Ausrede nehmen und das nehme ich nicht an. Wir kamen dann mitten in der Saison, kamen wir dann ganz gut in die Runde rein und haben dann die wichtigen Punkte geholt und haben es dann geschafft, in den letzten drei Spielen sogar zu gewinnen. Und somit haben wir uns ein kleines Polster erarbeitet. Ein kleines Punktepolster hat TGF auch noch. Trotz der knappen Niederlage gegen Flieden sind es noch zwei Punkte über dem Strich. Der Klassenerhalt sowieso in Friedberg das große Ziel. Klar, für uns gilt Klassenerhalt, das ist Nummer eins. Wir haben uns gut verstärkt vor der Saison. Wir waren oder sind eigentlich sind super drauf, haben die Punkte vor der Pause geholt. Jetzt ein kleiner Dämpfer gegen Flieden. Aber es geht weiter. Wir wollen wollen wir drin bleiben und werden auch alles dafür tun, um drin zu bleiben. Und wir sind fest davon überzeugt, dass wir das schaffen. Klar können wir nicht jedes Spiel gewinnen, weil die Hessenliga ist stark genug. Das sieht man an den Ergebnissen, dass jeder jeden schlagen kann. Aber Stimmung ist gut und wir glauben an uns. Türk Gücü Friedberg, ein wirklich einzigartiger Verein und eine tolle Addition für die Lotto-Hessenliga, bei dem Freundlichkeit, Teamgeist und vor allem Offensivfußball gelebt wird. Am liebsten spielen die Jungs von TGF nämlich auf dem hauseigenen Kunstrasen, zum einen wegen der Erinnerungen. Das war wirklich genau zweite Spiel der Relegation hier, absolut Spaß gemacht, diese Kunstrasen, das war so ungefähr 2000 Leute, glaube ich. Das war wirklich so ein Traumspiel. Wir haben nicht so, sage ich mal, geil gespielt, aber das war auf jeden Fall der Stimmung, der auf jeden Fall bleibt irgendwo gespeichert. Aber auch wegen der schnellen Spielweise, die den temporeichen und technisch starken Friedbergern absolut in die Karten spielt. Top-Torjäger Younes Basu hätte das Fliedenspiel auch gerne auf dem Granulat gesehen. Klar, schwer war es auf jeden Fall, weil da hätten wir schon was mitnehmen können. Vor allem die Art und Weise, wie wir verloren haben. Halt, wenn man das Spiel gesehen hat, auf dem Platz, tiefer Boden, die Bälle wurden nur noch lang nach vorne geknallt. Ja. Und da war einiges möglich. Ja. Dann sage ich mal, wenn wir auf dem Kunstrasen gespielt hätten, hätte das Spiel ein bisschen anders ausgesehen. Und klar hätte ich gerne der Mannschaft weitergeholfen. Durch die Verletzung, die zum Schluss der Hinrunde dazugekommen ist bei mir. Deswegen hat es ein bisschen länger gedauert jetzt, bis ich wieder in die Spur komme. Ich brauche halt noch ein, zwei Wochen, bis ich wieder fit bin. Aber das kriegen wir auch wieder hin. Am Wochenende wartet mit dem FC Bayern Alzenau dann ein harter Brocken auf Türk Gücü. Danach folgen Spiele gegen die direkte Konkurrenz wie Ederbergland und Griesheim. Schaffen die Jungs aus dem Wetteraukreis den Klassenerhalt? Wir werden sehen.